Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Oh, ich bin gar nicht da. Wir sind auf dem Weg nach Hause, haben gerade die ganzen Quests in der letzten Folge getriggert. Das einmal müssen wir, oben rechts seht ihr das, ein Meerkornbrot müssen wir abliefern. Da haben wir die Bäcker auch schon beauftragt, dass sie welche herstellen. Und ich habe es natürlich auch gleich mal gesperrt für die Bewohner. Zumindest bis ich mir das eine geholt habe. Dann kann ich es wieder freigeben. Und wir müssen Schuhe in Hornika holen, da werden wir jetzt noch vorbeilaufen. Deswegen gehen wir auch hier lang. Und dann haben wir noch eine Jagdquest wieder. Wo wir, die müssen wir aber erst, da müssen wir noch warten bis heute Abend 20 Uhr. Bis die dann startet sozusagen. Weil dann sehen wir erst, was wir eigentlich jagen müssen. Ich nehme mal, glaube ich, den direkten Weg hier. Das müsste ja auch gehen, ne? Ich hoffe mal, dass hier nicht irgendwo irgendwelche Camps sind. Ah ja, hier bin ja ich. Mit der Palisade gefällt mir richtig gut. Die können wir auch noch bei Zoe weiterbauen, ne? Die habe ich ja mal hierhin schon verlängert. Irgendwo. Dann gehen auch wieder Stämme weg. Dann kriegen wir wieder Platz im Lager. Weil das ist auch nicht mehr... Da ist auch nicht mehr arg viel Platz. Das ist bald leer. So, trinken wir ein Schlückchen. Wenn wir schon am Wasser vorbeikommen. Und dann gucken wir, dass wir kurz mal die Schuhe holen. Schon auf dem Heimweg. Hi Ingolf. Haben wir schon so spät? 17 Uhr. Da ist eigentlich noch Arbeitszeit, ne? So, muss mal kurz gucken. Bist du hier? Nö. Da müssen wir gerade mal die Quest anwählen. So, da müssen wir hin. Ach, hi, Carolina. Ich möchte edle Stiefel kaufen. Ja, in Ordnung, bitte. Danke. Sehr gut. So, dann müssen wir wieder zurück zu Alina. Das machen wir natürlich nicht heute. Versteht sich ja von selbst. Das machen wir morgen. Und dann kann ich jetzt aber gerade mal die Jagdquest auswählen, dass wir dann sehen, was wir da mal jagen müssen. Im Idealfall sind es Wölfe oder Wildschweine. Also Wölfe und oder Wildschweine. Dass wir dann so, ich könnte eigentlich hier noch an dem... Ich kann zum einen mal den Löffel endlich abgeben. Der gefällt mir noch nicht so. Der muss weg. Den müssen wir noch anders machen. Da muss ich aber nochmal gucken, wie. So, jetzt aber erstmal der Löffel, weil der soll hier nämlich noch daneben. Löffel... fallen lassen. Hm.
So, jetzt passt's. Dann können wir aber gerade nochmal gucken, dass wir Oh. War denn hier ein Zaun hingebaut? Dass wir ein bisschen an der Palisade noch weitermachen. Weil dann kriege ich hier wieder ein bisschen Platz ins Lager. Ihr seht schon, wir haben nicht mehr so riesig viel. So, immer 6. Das heißt 24. Ja. So, da haben wir sie nämlich schon angezeichnet. Wie die da weitergehen wird. Haben wir zumindest schon mal wieder ein paar Kilo raus aus dem Lager. Mal gucken, was wir hier hinten noch hinbauen, ne? Solange es jetzt noch hell ist, können wir ja noch ein bisschen arbeiten. Wie gesagt, wir müssen eh warten, bis die die Jagdquest triggert. Dann können wir hier auch gleich noch ein bisschen bauen, ne? So. Nächste Ladung. Könnten wir auf jeden Fall noch Häuser hinbauen, ne? So, Holzstämme. Machen wir nochmal 24. Haben wir da auch ein Haus? Ne, da haben wir keins, ne? Aber da könnten wir im Prinzip noch welche hinmachen. Dann haben wir hier noch den Weg. Doch, das wäre noch eine Idee. Müssen wir nur die ganzen Bäume fällen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Können wir dann je nachdem auch große Häuser hinmachen, ne? So für die quasi Elite. Naja, haben wir ja eigentlich nicht. Aber dann brauchen wir ordentlich Material. Und das ist ja schon mal ganz gut. So. Oh, die habe ich doch weiter gebaut, als ich dachte. Muss ich gerade feststellen. Wir müssen eh noch warten. Dann holen wir nochmal eine Ladung. Dum-da-dum-da-dum. Irgendwas. Ich habe noch 3 Bretter. Die Bronzeaxt. Brennholz. Bierflasche. Der Apfelsaft gehört woanders hin. Holzschale, Federn. Achso, die müsste ich. Ach, da sind noch 2 Weizenbier. Sonst. Ach, wir haben noch Hosen. Die hätte ich auch noch verkaufen können, fällt mir gerade ein. Die edlen Stiefel brauchen wir noch. Da haben wir das Eisenmesser, Eisenhacke, Eisenhammer. Das ist okay. Wir haben eine Fackel zu viel. 2 Holzschaufeln, die hätte ich auch noch verkaufen können. So. Sieht doch gleich besser aus. Ich mag im Winter diese sternenklaren Nächte. Mega schön immer. Mega schön. Das ist vom Licht her dann so toll, finde ich. Wie lange dauert denn das noch? Gleich mal gucken, wie spät wir haben. Ich meine, 20 Uhr wäre so der Punkt, wo... Okay, das dauert ja auch noch ein bisschen, aber nicht mehr lange. Dann können wir jetzt quasi auch mal in Richtung Heimat gehen. Dann
kann ich hier eigentlich noch den Weg lang ziehen? Jawohl, Jagd, Wolf, Wildschwein oder Bär. 9. Hoppala. 9 ist eine Ansage. So. Machen wir das so. Der kommt dann noch weg. Aber das natürlich gegen später. Oh, das gefällt mir total gut mit den vielen Fackeln. Hi, guten Abend, Myrugniva. Die erste oder die zweite? Dann war 2. So, ich könnte gerade nochmal was essen. Fladenbrot 45. Ja, das passt. Und dann hole ich gleich mal frisches. Ach, Meerkornbrot muss ich ja auch noch holen. Hier brauchen wir auch noch Licht, fällt mir gerade so auf. So. Meerkornbrot. Und Fladenbrot, ne? Da nehme ich auch mal welches mit. So. Wiegt ja nicht viel. Gemüsesuppe haben wir auch noch eine ganze Menge. Ach genau, ich wollte den Apfel und den Apfelsaft und die Karotte hier rüber tun. Und das Bier können wir auch hier rüber tun. So, Meerkornbrot brauche ich. Haben die noch gar keins gemacht? Ne, haben noch gar keins hergestellt. Fehlt denen Material dazu? Gerade mal gucken, Küche. Mohnkuchen, Mohnsamen haben wir keinen. Müssen wir noch Mohnsamen herstellen? Aber Meerkornbrot könnt ihr machen, oder? Ja, haben wir alles für da. Okay. Ich bin schmutzig. Ja, jetzt gucke ich aber gerade nochmal wegen Mohnsamen. Dass die ja morgen welchen haben. Holen wir gerade mal Mohn. Mohn sollte ich da noch haben, ne? Mohn. Mohn haben wir noch. Nehmen wir mal 100 mit. Dann müssen wir da nämlich auch dreschen. Dum-ti-dum-ti-dum. So, was machen wir jetzt noch? Ne, müssen wir nicht dreschen. Sondern? Wo mache ich den Mohn? Hier. Hier machen wir Mohn. Oh, dunkel. Es ist dunkel. Aber das ist nicht so das Riesenproblem. 9 Wölfe und oder Wildschweine müssen wir erledigen. Ich muss gerade mal überlegen, wo haben wir so viel? Müssen wir über Hornika laufen? Da haben wir dann 4 bis 5, mit Glück 6. Dann haben wir bei Gostovia noch Wildschweine und dann hinten bei Borovo haben wir Wildschweine. Auch 2 oder 3. Okay, müssen wir mal gucken, wie wir dann zurück, wie wir da den Weg dann gehen. Dass wir das dann alles haben, wenn wir in Branica ankommen. So, sind auch gleich fertig. Dann seht ihr auch wieder mehr und ich auch. Ich sehe auch nichts. Außer die Zahl, die da hochgeht. So ganz schemenhaft sieht man ja so ein bisschen die Hände.
Aber das ist auch alles. Haben wir gleich. 1, 0, fertig. Es werde Licht. So, bringen wir das noch ins Ressourcenlager. Dann waschen wir uns noch kurz und dann geht's ins Bett. Dann haben die morgen nämlich wieder genug. So, da müssen wir lang. Brauche ich keine eigene Fackel, hier haben wir ja genug Licht. Ja, und da kann ich ja, wie gesagt, auch noch überall Fensterläden und so reinbauen. Dann werden wir auch nochmal ordentlich Bretter und sowas los. Das ist ja auch kein Fehler, ne? So, waschen. Und dann geht's ins Bett. Wir wollen dann nicht stinkend ins Bett liegen, ne? Die Frau würde das zwar verzeihen, sie würde uns dann waschen. Da ist sie sehr gnädig, was das angeht. So. Wie steht's um unser kleines Königreich? Die Arbeiter können nicht arbeiten, weil Handwerksmaterial fehlt. Okay. Achso, das war der Mohn. Ja, genau. Sie würde uns waschen. Die meisten anderen Frauen würden wahrscheinlich eher sagen, raus aus dem Bett, du stinkst. Wasch dich. Da sind die hier in... Medieval Dynasty doch sehr gnädig, was das angeht. Guten Morgen, ihr zwei. Bernadetta und Ademar. Guten Morgen, Wiegbert. Ich trinke gerade mal einen Schluck. So, dann können wir nämlich gucken. Also wenn ich da hinten den anderen Weg, den wir gestern gegangen sind, langlaufe, da sind maximal 4 Wölfe. 2 rechts und 2 links vom Weg. Aber maximal. Oftmals ist links auch nur einer. Wildschwein kann auch noch eins da sein. Das reicht dann aber immer noch nicht. Deswegen müssen wir hier die Wölfe auf jeden Fall mitnehmen. Weil hier sind, wie gesagt, 4, 5, mit Glück 6. Dann sollten wir auf jeden Fall genug haben. Ich muss jetzt nur gucken, dass die mich nicht killen. Ich mach gerade mal Schnellspeicherung. Wäre natürlich uncool, wenn die jetzt uns killen, statt wir sie. Ein Dachs. Die sind auch süß. Wenn man sie so sieht, dann weiß man, warum die Pelz geben. Ich dachte immer, die hätten eher Leder als... Aber es ist tatsächlich Pelz. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Nummer 1 haben wir. Kann mal gucken, wo die anderen sind. Aua. Aua. 2. Da höre ich schon den nächsten.
Ich sehe ihn noch nicht, aber ich höre ihn. Ich sollte mal einen Heiltrank nehmen, glaube ich. Besser wäre das. So. Oh. Ah doch, der wirkt. Okay. Da ist noch ein Eisenpfeil. Jetzt haben wir drei. Haben wir noch einen hier? Da ist noch einer. So. Vier. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Wildschweine. Das geht klar. Die sind auf jeden Fall vor Borovo. Ich habe das Meerkornbrot vergessen, ich dumme Nuss. Da müssen wir gerade nochmal zurück. Ich muss das Meerkornbrot holen. Glück ist das jetzt dann auch schon gebacken. Sonst muss ich es gerade selber noch backen. Gucken wir gerade mal. Ich habe es ja zum Essen gesperrt für die Leute. Also die sollten sich da nicht dran vergnügen. Er hat über einen Zaun hingestellt. Und das müssen wir auch noch bei Gelegenheit mal. So, gehen wir gerade hier hinten. Hier ist das nächste Lebensmittellager. So, gucken wir mal. Haben wir mehr Kornbrot jetzt? Gemüse, Karotte, jawohl, haben wir. Sehr gut. Dann können wir das auch wieder abbestellen. Zum einen kann ich es wieder freigeben. Und hier können wir es auch wieder umstellen. Brauchen sie keins mehr machen, dafür sollen sie Roggenbrot machen. Aber Meerkornbrot, das braucht halt ziemlich viel an Material. So. Hat meine Mühle genug. Moment, Entschuldigung. Nicht, dass die Mühle, weil ich habe gerade hier was von Mehl gesehen. Ne, das passt aber. Dies passt. So. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Ich gucke lieber nochmal. Entschuldigung. Üppiges Essen haben wir dabei. Meerkornbrot, genau. Handelsdorf, die Schuhe haben wir dabei und nächtliche Jagd. Müssen wir noch fertig machen. Das können wir aber unterwegs, weil wie gesagt, Wildschweine, die finden wir. Die gibt's in Borovo. Ich gehe am besten hier lang.
Dann können wir vielleicht auch hier direkt lang, weil hier müsste es dann auch nochmal Wolf und oder Wildschwein geben. Dann haben wir das, hätten wir das schon erledigt. Da ist ein Wildschwein. Ich habe gerade noch eins gehört. So. Wieso habe ich nur 5? Es waren doch 5 Wölfe, oder? Waren das 4 Wölfe? Habe ich da auch gerade noch eins gehört. Dann nehmen wir die Wölfe hier auch noch mit. Hier sind ja auch immer noch welche. Da hinten ist einer. So. Meist ist hier noch ein zweiter. Jetzt haben wir 6, dann brauchen wir noch 3. Was habe ich denn da gezählt? Was habe ich denn da gezählt? Da liegt ein Brennholz. Warum? Da ist noch ein Wildschwein. 2 noch, sehr gut. Dann reicht das auf jeden Fall. So. 8 haben wir jetzt. 1 fehlt noch. Das finden wir definitiv in bei Borovo hinten. So. Hoppala. Oh, da ist ein Wagen. Wie schick ist denn das? Ton brauchen wir sowieso auch. Passt. Sehr gut. Ja, der Wagen macht ja sogar durchaus Sinn, weil hier ist ja ein Tonfeld. Da hat der Dude dann wohl gerade Ton geholt. So wie wir letztens, in der letzten Folge. Tadam, tadam, tadam. So, dann brauchen wir noch ein Wildschwein gleich. Jetzt gehen wir aber erstmal das Meerkornbrot abliefern. Dann die Schuhe. Und dann, und dazwischen überlegen wir noch das eine Wildschwein. Da kommen wir dran vorbei. Das liegt auf dem Weg. Und dann klären wir das mit der nächtlichen Jagd oder verkünden das, dass wir das fertig haben. Ja, und dann sind wir durch mit den Quests, ne? Und dann haben wir leider noch nicht genug Reputationspunkte, um... Ich trinke gerade noch einen Schluck. Um nochmal wieder einen herzuholen. Aber wir haben ja in dieser Jahreszeit schon wen geholt. Das passt ja. Das passt. Und das ist ja auch gut so. Einer pro Jahreszeit. Geht klar. Wir haben jetzt schon 91.
Wenn man dann einen pro Jahreszeit, dann kriegen wir, kommt schon noch ein bisschen was zusammen. Und Gebäude haben wir 80 von 130 erlaubten. Weiß nicht, ob das nochmal irgendwo, irgendwann hochgeschraubt wird. Theoretisch hätte ich jetzt auch seitdem das Update durch ist, dass man auch so Werte nachträglich ändern kann, hätte ich theoretisch auch die Staffel 1 weiterspielen können. Aber ich bin jetzt da, wo wir jetzt sind, so viel glücklicher. Ida, wo ist denn Inga? Ist sie noch da unten? Ich könnte auch einfach die Quest auswählen, ich weiß. Da ist sie doch. Hi Inga. Hier ist das Essen, das du wolltest. Vielen Dank für deine Mühen. Ich kann dir ein wenig über mein Handwerk beibringen. Das hört sich gut an. So, hi Milena. Kack. Ein Wildschwein brauchen wir noch. Und dann können wir mal losgehen und gucken, dass wir unser Materiallager leeren, indem wir die Häuser dekorieren. Können wir Lampen in die Dings alle anbringen. Den Schmuck, Fensterläden, all sowas. Da gibt es auch noch ordentlich zu tun jetzt. Und dann kriegen wir auch das Lager wieder deutlich leerer. Da ist unser letztes Wildschwein. Gucken, dass ich nicht zu viel Energie verliere. So, ein Schuss. Da wären noch zwei weitere. Okay, brauchen wir aber nicht. So, machen wir gleich mal die Biege. Bevor sich irgendeins der Wildschweine berufen fühlt, seinen Kumpel oder die Kumpeline zu rächen. So. Dann können wir die Schuhe abliefern. Da wird sich dann die Alina freuen. Das Lustige ist, ich habe schon mitgekriegt, dass damals, wo das noch ging, hatten mehrere die Alina, also sich für die Alina entschieden. Also die war wohl recht begehrt, unsere Schäferin. Ich hatte sie ja auch geheiratet. Was dann halt immer zur Folge hat, man hat hier in Dings keinen Händler mehr. Enrika. Ist Alina da oben? Oder bist du da drin? Ne, da drin ist sie. Hi, meine Liebe. So, ich bin zurück. Hier die Stiefel, die du wolltest. Vielen Dank. Hier sind einige Münzen für deine Mühen. Kein Problem. So, Quest abgeschlossen. Was haben wir eigentlich hier? Lasota, da ist eine 2. Ich meine, ich kann, denke ich zumindest mal, eh noch keinen holen. Erst wenn wir die 25.000 voll haben, glaube ich. Ich könnte es nachher nochmal probieren, aber Chancen stehen schlecht. Das wird dann wahrscheinlich erst nächste Jahreszeit wieder was. Und die werden wir heute natürlich nicht erreichen. Weil wir haben ja erst Tag 3, ne? Tag 3, genau, von 10. Und ja. Könnte dann jetzt ab dem nächsten Tag tatsächlich vorspulen, aber
Wie schon gesagt, das ist nicht so... Oh, da habe ich einen Schneemann übersehen. Das ist nicht so mein Ding. Also ich mache die Tage eigentlich gerne auch durch. Die 10. 4 Stücke. Ja, dann müssen wir uns für den nächsten Winter vielleicht mal mit einem Schwung an... Fackeln ausrüsten und dann mal die... Das machen in Sommerkleidung einen Winter durchstehen, diese Errungenschaft. Ich bin die Tiere losgeworden, wie du es wolltest. Das habe ich bemerkt. Wir haben alle gut geschlafen. Hier für deine Mühen. Und noch ein extra von mir. Okay, vielen Dank. So. Sehr gut. Jetzt sind wir aber nicht bei 25. Genau, da fehlen noch ein paar Pünktchen. Du bist eine Landwirtin und Händlerin. Ich probiere es einfach mal. 29. Ich bin dabei, eine neue Siedlung aufzubauen. Habe ich gehört, dass du dabei bist. Ja, 25.000 brauchen wir. Wie befürchtet. Aber es ist schön, dass es immer noch gute Leute gibt. Immer noch Dreier gibt. Müssen wir mal gucken. Mit Pech fallen uns in der nächsten Jahreszeit 2 Landwirte aus. Mit Glück kommen dann aber wieder welche dazu. Das muss ich halt mal gucken. Weil von den Müttern kommen jetzt so nach und nach dann auch die ersten wieder zurück. Da fehlt uns schon ordentlich Personal, ne? Ich glaube, knapp 13, 12, 13, 14 Mütter, irgendwie sowas, die da gerade nicht arbeiten, sondern im Mutterschutz sind. Das merkt man natürlich, ne? Ich meine, wenn die mal alle wiederkommen, dann müssen wir mal gucken, dass wir noch Arbeitsstätten bauen. Aber noch habe ich haufenweise Plätze zu besetzen. Wir haben noch einen Holzfällerplatz, ist noch einer frei. Landwirt viel frei, Mine viel frei. Näherei haben wir noch 3 freie Plätze. Wir haben noch 2 freie Werkstattplätze. Ein Schmiedeplatz ist, glaube ich, noch frei. Also da seht ihr schon, wir haben noch einen Marktstand frei. Einmal Gewinnung, also da einem Steinbruch. Grabungsschuppen heißt da, genau. Da haben wir auch noch einen Platz frei. Also da können wir schon noch ordentlich besetzen. Sehr ordentlich. Und dann könnte man auch den Reparateur da. Könnten wir auch besetzen, wenn wir genug Leute haben. Der hat zwar nicht viel zu tun im Jahr, aber ist ja auch nicht verkehrt, wenn er einfach da ist, ne? Wenn wir es uns leisten können, machen wir das natürlich. Und ansonsten müssen wir halt noch weiter Arbeitsplätze schaffen, ne? Wir haben ein Gebäudelimit von 130, da sind wir also noch weit, weit von entfernt. Oh, ich könnte mal sicherheitshalber hier noch wen fragen, ob ich nicht irgendwo eine Quest übersehen habe. Das machen wir, glaube ich. Hi, Radost. Hast du was Interessantes gehört? Eigentlich nichts, nur der Wind, der weht. Goodbye. Dann lag ich ja richtig. Gehen wir hier hinten lang. Nichts übersehen. Ist immer vor. War mir eigentlich auch sicher, dass ich nichts übersehen habe, aber besser einmal gefragt, als eine Quest verpasst. Ja, 120 Punkte knapp brauchen wir noch. Also erst nächste Jahreszeit werden wir dann
wieder jemanden holen können. Gucken wir mal, ob wir vielleicht auch mal wieder eine Heroldsquest dann haben, ne? Aber wie gesagt, jetzt ist erstmal Deko angesagt. Viel mehr können wir nämlich gar nicht mehr machen im Winter. Das Feld ist bestellt. Da haben wir jetzt also gar nichts zu tun. Einmal ein Karottenfeld, das wir noch gemacht haben. Und ansonsten können wir halt nur gucken, dass die Handwerker genug Werkzeug und genug Material haben. Dass da nichts fehlt. Lampen können wir aufstellen und wie gesagt Material verbrauchen. Ich würde dann auch gucken, dass wir in der nächsten Jahreszeit erstmal noch wieder einen Kerl dazu kriegen. Weil wir haben noch eine alleinstehende Dame. Da wäre natürlich schön, wenn wir der auch noch einen Partner beschaffen können. Gerade am Überlegen, ob das ein Luchs oder ein Fuchs, ein Wolf ist. War mir gerade nicht so ganz sicher. Da war ich mir nicht ganz sicher. Hoppala. Ups. Schlägern wir ein bisschen. Da sind wieder zwei Luchse. Die stören uns aber ja nicht. Im Gegenteil, ich finde die wunderschön. Und sie sind ja auch friedlich. Zumindest solange man sie nicht jagt. Ups. Bisschen nach rechts gedriftet. Weil ich irgendwie mit dem Finger auf der Taste lag. Oh, und was wir auch direkt mal gucken können noch. Die Höhle da hinten, ob da was ist. Bevor ich das vergesse. Bevor ich das vergesse. Oh, guten Abend, Henrika. Guten Abend, Edgar. Oh, ich find das schön mit der Palisade. Gefällt mir gut. Gefällt mir echt richtig gut. Hier machen wir natürlich keine Fackeln hin. An den Eingängen da reicht. Dann gucken wir gerade mal hier in der Höhle, ob da was ist. Sieht nicht so aus. Ab und zu findet man hier mal was. Eine Hacke und Erz. Aber da haben wir heute kein Glück. Doch, ich finde auch, mir gefällt auch die Lösung mit dem, dass wir es bis da hochgezogen haben. Das ist gut. Dann haben wir den Berg quasi noch als einen Felsen da als natürliche Begrenzung. Oh, haben wir eigentlich Tiere dazu gekriegt? Hab ich gar nicht geguckt. Hühner? Wir haben Küken. Ein männliches Küken. Okay. Das ist dann der Georg. Küken Georg. Gänse. Wir haben zwei Gänseküken. Sehr schön. Aber zwei männliche leider. Verkaufen noch nicht. Da warten wir, bis es erwachsen ist. So, das ist dann der Gandalf. Gandalf, genau. Und der. Da wollte ich nicht drauf. Da. Nennen wir mal Fritz. So, Schweine haben wir nur die drei.
Lämmer haben wir auch nichts Neues. Ziegen. Die müssen wir auch noch verkaufen. Den hier, die nicht. Aber den ja. Und den Bock brauchen wir halt, dass wir Zicklein kriegen. Die Kälber müssen wir dann auch verkaufen, wenn die groß sind. Und wir haben Stutfohlen. Oh, das ist schön. So. Ich benenne die mal einfach nach einem isländischen, nach einer isländischen Stute, die ich mal selber auch mal geritten habe. Wo ist es denn? Wo ist Foli? Oh, ist die süß. Ist die nicht niedlich? Ja, und ich würde sagen, mit diesem Bild beenden wir auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge morgen wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.